Für jede Seltenheit, die ich ziehen muss, muss ich härtere Aufgaben machen, bis ich unter Wasser einen legendären Brawler ziehen muss. Kommen wir zur ersten Stufe. Ich muss einen seltenen Brawler im Eisbad ziehen, Leute. Wir haben hier richtig viele Eiswürfel gekauft, Leute. Und eiskaltes Wasser. Und ich muss alle Eiswürfel reinmachen und so lange im Eisbad sitzen, bis ich einen seltenen Brawler ziehe. Mal schauen, was dann die nächste Stufe bei super selten sein wird. Aber erstmal würde ich sagen, ich stelle euch hier mal auf. Und jetzt wird das ganze Eiswasser erstmal hergestellt. Oh, Digga, ey. Oh, okay, Leute. Also Leute, nur damit ihr seht, alles ist hier, oh mein Gott, ist das kalt, Digga. Alles ist voller Eiswürfel. Rein geht's. So Leute, checkt jetzt auch nochmal mein neues Buch, die YouTuber-Schule, ab und gewinnt ein iPhone 15 Pro Max mit etwas Glück. Jeder, der vorbestellt, hat die Chance, auch das iPhone zu gewinnen. Gönnt euch. Okay Leute, ihr seht den Account, das ist ein komplett leerer Account, und zwar der Deathbuild. Am Anfang kann ich natürlich nur Stardrops öffnen, weil, ja, seltene Brawler kann man nicht aus Megaboxen ziehen, aber später werde ich natürlich auch Megaboxen ziehen. Okay, und wir haben jetzt hier die Stardrops am Start. Oh mein Gott. Oh, 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 ist das kalt. Oh, oh, Junge, was, warum mache ich das eigentlich, Digga? Oh mein Gott, ich darf dann erst öffnen, wenn ich drin sitze. Oh, guckt euch an, die ganzen Eiswürfel. Oh mein Gott. Oh. Digga, was? Oh, ist das kalt? Ich muss direkt öffnen, Digga. Oh mein Gott, ist das kalt. Oh mein Gott, hier sind überall die Eiswürfel. Digga, es ist so kalt, Leute. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin hier am Öffnen. Man muss auch sagen, es ist eine sehr, sehr harte Stufe hier, Leute, im Eiswasser. Komm, ich mach nochmal richtig. Oh, meine ganzen Beine rein. Ja, Bruder. Oh mein Gott, komm, gönn, 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 Digga. Oh, bitte gönn. Es ist so kalt. Es ist so kalt, Leute. Guckt euch hier die ganzen Eiswürfel an. Oh mein Gott. Oh, es ist so kalt. Jetzt gönn doch mal einen seltenen Brawler, Digga. Was ist denn jetzt los? Jetzt gönn doch mal, Digga. Gönn, 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 gönn. Wie kann man so Pech haben und keinen seltenen Brawler ziehen? Mythischer Starbrock. Oh mein Gott, Powerpunkte. Oh. Legendärer Starbrock. Ich zieh einen Hypercharge, Digga, für Shelly. Das war's mal wieder komplett an der Stelle. Alter, ist, als ob das so lange dauert. Als ob man so schwer einen seltenen Brawler zieht. Jetzt, hä? Digga, auch bei diesen ganzen epischen und mythischen Starbucks und so weiter, ich zieh keinen seltenen Brawler? Bruder, ich hab die ganze Zeit eigentlich voll die guten Starbucks und trotzdem nicht. Okay, Leute, weiter geht's. Oh mein Gott, bitte. Mythisch, nein. Leute, das Ding ist, ich brauche keinen mythischen Starbucks, ne? Weil halt einfach, oh, weil halt einfach mal daraus keinen seltenen Brawler ziehen kann. Legendärer Stardrop. Hä? Ich zieh Griff, Digga. Ich brauch doch gar keinen epischen Brawler. Oh mein Gott, gönn doch. Und? Nee. Und? Nee. Legendärer Stardrop. 1000 Münzen. Aber wir brauchen ja eh keinen legendären Stardrop erstmal. Ja! Ich hab's drauf, Digga. Let's go! Oh mein Gott, ich hab's, Leute. Ich kann jetzt raus. Oh, es ist kalt. Oh, Leute, auf geht's zur nächsten Stufe. Ich muss jetzt Santa Shocks essen, bis ich einen super seltenen Brawler ziehe, Leute. Das heißt, jetzt leide ich dadurch, dass es extrem sauer wird für mich. Wir nehmen direkt mal den ersten im Mund. Alter, ist das sauer. Okay. Wir essen jetzt so lange. Oh! Alter, wenn es so weitergeht. Oh! Oh, da geht auf der Schule. Oh, dann müssen wir gleich nochmal Nachschub holen. Nein, was? Den Boxer, Digga. Bruder, ich hab 9 Center Shocks im Mund. Jetzt gönn. Das ist so sauer. Also, ihr seht's, Leute, zweimal Cola. Oh. 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 Boah, das ist so schlimm. Das ist so schlimm, Leute. Mhm. Ja! Tick, Digga. Super selten haben wir jetzt auch geschafft. Und jetzt geht's zur nächsten Stufe. Let's go. Okay, Leute, die nächste Stufe ist episch. Und ihr seht schon, ja, wir öffnen jetzt dafür Megaboxen und müssen so lange in Schleim baden, Digga. So, Leute, und zwar, schaut euch das mal hier so an. Warte mal. Richtig hart, ekelhaft. Ich würde sagen, wir gehen rein. Boah, Alter, das ist ja richtig rutschig. Oh, Leute, ey.
Boah, ist das ekelhaft, Digga. Boah, Digga. Okay, Leute. Ich würde sagen, ich hoffe, ich ziehe relativ schnell einen epischen Brawler. Ich würde sagen, wir öffnen jetzt einfach die Boxen, Leute. Und oh, wir haben schon 6 verbleibende Gegenstände. Okay, ah ne. Kein Inhalt. Danke dafür auf jeden Fall. 7 verbleibende. Oh, die 4 blinkt. Nein, Digga, ein Skin. Okay, okay. Oh, Digga, das ist schon echt hart. Aber weiter geht's hier. Oh mein Gott, jetzt gönn doch, Bruder. Hä, Digga, wir ziehen ja gar nichts. Ich check's nicht. Mann. Und? Nein, Digga, wir ziehen einen mythischen. Oh mein Gott. Wir haben so viele Boxen geöffnet und dann ziehen wir die falsche Seltenheit. Was soll das? Ich schwöre, die haben irgendwas geändert oder so. Ja! Let's go! Barry, Digga. Oh, danke, ey. Okay, Leute. Wir sehen uns in den Rutschen. Let's go. Also, Leute. Wir sind jetzt auf jeden Fall am Start bei den Rutschen als nächstes. Ich muss jetzt während einer Rutsche einen mythischen Brawler ziehen in den Megaboxen. Ich habe hier das wasserdichte Handycase am Start. Und Leute, wünsche mir auf jeden Fall Glück, dass das klappt, dass ich nicht so viele rutschen muss. Wir rutschen jetzt erst die einfache und dann die schwere Rutsche. Ich würde sagen, let's go. Okay. Bist du bereit? Ja. Let's go. Okay, Leute, ich hab den ersten Brawler am Start. Deputy Brock. Oh. Ich hab mir die Megabox. Ach, verbreite Gegenstände, Digga. LOL. Yeah. Bruder. Komm, gönn. Ich muss es während der Rutsche schaffen. 6 verbleibende. Oh, ich hab noch 2 Sachen. Ich hab einmal Sommer, Ben, Jesse, Leute. Und nochmal Skin. Oh, jetzt wird's dunkel. Oh. Oh mein Gott! Uiuiui! Leute, die 3 blinkt, aber die darf ich jetzt erst in der schweren Rutsche öffnen. Let's go! Also Leute, jetzt kommt die deutlich schwerere Rutsche. Die ist jetzt ganz oben im letzten Stock. Hier ist auch die Doppel-Looping-Rutsche. Ja, die ist schon mal, ihr seht schon, schwer. Ne? Und die ist ab 10 Jahre. Und ich würde sagen, du rutschst mal vor. Ganz wichtig, Leute, hier dürft ihr nur bei Grün rutschen. Ganz wichtig. Übrigens, wir sind hier im Miramar in Weinheim. Ihr seht es mal hier eingeblendet. Kommt mal alle vorbei. Bestes Schwimmbad, wirklich. Ich glaube, ich kann, Leute. Okay, er hat geschrien. Ich kann. Und let's go. Nein, das ist kein mythischer Brawler gewesen. Es ist so schnell. Oh, es ist so schnell, Digga. Es ist so schnell. Oh mein Gott, Mann. Oh, ja. Bali gewesen, Digga. Oh mein Gott. Alter, es ist viel zu sehr eskaliert, Leute. 4 verbleibende. Übrigens, macht das Ganze nicht nach, Leute. Das ist schon sehr gefährlich. Ich habe hier eine Sondergenehmigung. Oh mein Gott, Digga. Okay, Leute, wir müssen die, glaube ich, noch mal rutschen. Let's go. So, Leute. Es geht auf jeden Fall jetzt weiter. Die 1 blinkt. Und es ist Hank, Digga. Oh mein Gott, schnell weiter drück die Megaboxen! Oh, ja! Alter! Es ist viel zu schnell! Oh, ja! Leute! Oh mein Gott! Wow! Okay, Leute, komm! Gönnen wir den Brawler? Nein! Episch, warum episch, Junge? Und zack! Oh. Ja! Oh mein Gott, ey. 4 verbleibende. Auf geht's in die nächste Rutsche. Nächster Try, die 1 blinkt schon. Du kannst wieder so ein Stück vor mir. Ja! Es ist der. Oh, Rockstar Colt! Du musst dich aufsetzen! Okay, die nächste Megabox, come on! Oh. Gönn! Warum bin ich ein Roller, Digga, jetzt? Gönn doch mal, Bruder! Spielt dich auf Roller, jetzt komm! Ja, komm, 6! Oh nein, das ist ein Skin, Junge! Ich hab's auf, was soll das denn? Und 6 verbleibende! Und? Okay, Leute, wie
Aber vielleicht jetzt? Nein, immer noch nicht. Okay, noch einmal. Leute, die 1 blinkt. Und. Ja, Digga, wir haben's, Bro! Byron! Ja. Das heißt, es geht jetzt zur letzten Stufe. Und zwar unter Wasser, bis ich einen legendären Brawler ziehe, Leute. Und damit kommen wir jetzt auf jeden Fall zur letzten Stufe. Wir müssen jetzt einen legendären Brawler unter Wasser ziehen, Leute. Und ihr seht schon, wir sind immer noch hier im Miramar am Start. In Weinheim, kommt vorbei. Und ich würde sagen, auf geht's ins Wasser, Leute. Das wird crazy. Ich habe hier, wie gesagt, die wasserdichte Handyhülle am Start. Ne? Die ist auch touchfähig, ganz normal. Hier ist auch gutes Internet, 5G. Und ich glaube, wir gehen am besten so hinten in die Ecke, damit wir auch niemanden stören, falls jemand kommt. Oh, hier wird's schon tiefer. Okay, Leute, ich glaube, ab hier muss ich den Schnorchel schon mal anlegen hier. So, Leute, wir sind jetzt hier ready auf jeden Fall. Ihr seht uns schon hier mit Schnorcheleimer. Okay. Und ich würde sagen, auf geht's. Wir gehen jetzt mal hier ins bisschen tiefere Wasser. Okay, Leute. Oh mein Gott, ich gehe schon mal hier auf die Megaboxen drauf. Aber öffnen werde ich die natürlich dann jetzt erst unter Wasser. So, 1,50 Meter Wassertiefe. Wir müssen noch ein bisschen zurück. So, Freunde, und dann ging's los. Ich bin hier unter Wasser gegangen. Ich muss das Ganze jetzt natürlich nachkommentieren. Und wir hatten direkt mal Lola in der ersten Box, Digga. Und nochmal einen Skin. Ja, genau, Leute. Ihr habt es hier nochmal gesehen. Auf jeden Fall nur der Schnorchel guckt raus. Ich bin komplett unter Wasser ansonsten. Und ja, das Ganze war unter Wasser gar nicht mal so einfach, weil der Touch manchmal so ein bisschen blockiert hat. Aber insgesamt ging es dann doch ganz gut. Ich habe es mit einer Hand meistens gemacht, ja, weil, ja, außer jetzt hier natürlich, weil ich immer so ein bisschen hochgetrieben bin. Genau, hier seht ihr es auf jeden Fall, ja, wie ich hier die Boxen durchgetippt habe, auf jeden Fall. Sehr, sehr geile Sache. Und jetzt die Frage, wie lange dauert es bis zu einem legendären Brawler, Leute? Okay, 3 verbleibende und 4. Okay, Sommerfan Jesse passt eigentlich perfekt zum Schwimmbad, Leute. Okay, weiter geht's hier nochmal mit den Boxen. Und 3. Gönn, Bruder. 4 verbleibende. Ah, Mann, ey. Komm jetzt. Komm, komm, komm. 4 verbleibende. Digga, jetzt gönn nochmal hier. 6. Wer? Bleibende, ja! Was? LOL. Und ich hab einfach mal einen Feuerbrawler unter Wasser gezogen. WTF, Leute. Geisteskrank. Lasst auf jeden Fall nochmal ein Like und ein Abo da. Wir haben eiskalt Ember gezogen hier so unter Wasser. Let's go. Und damit, Leute, ist die Challenge geschafft. Lasst ein Like da, kostet das Abo. Bis dann. Ciao, ciao.